Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mad Games Tycoon und zwar auf Legendär. Ich bin der Lazy LP und führe Sie hier durch das Programm. Wir sind der Insolvenz sehr nah, haben wir festgestellt. Blub, blub, also wird geladen. Wird geladen. Ah, wie ihr seht, neue Version. Ja, die gute Nachtmusik, die passt irgendwie zu unserer Situation. Wir haben 41.000 Miese auf dem Konto. Wir haben einen Kredit von 275.000, wo wir 7.800 monatlich abdrücken dürfen. Aus dem Sumpf werden wir höchstwahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Wir sind schon im Jahr 86. Das ist nämlich unser Problem eigentlich. Dass wir nicht genug genug Skills-Punkte kriegen, weil wir veraltet programmieren, sag ich mal. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr mit einer 16 Farben Sprite Arcade-Spiel kommen. Ja, okay. Mittlerweile ist Retro schon wieder in, aber ja, das ist. Verlieren wir schon wieder Fans von unseren nicht vorhandenen Stamm. Haben wir ein Spiel rausgebracht? Wir werden es sehen. Oh ja, wir hatten wieder ein Spiel. Oh, wir sind schon bei minus 5000 Fans. Wir sind so gut, wenn man die Tabelle umdreht. Ja. Ach, Mann. Die Entscheidung, die ist nicht gerade einfach. Einerseits würde ich gerne weitermachen, aber wir können keine Features erforschen. Doch wir brauchen hier 30.000, 20.000 Minimum, um neuen Sound und da Farbe, also Grafik brauchen wir auch. Die beiden Sachen, die müssen eigentlich immer mit drin sein, die neuesten. Ansonsten brauchen wir die Engine gar nicht weiterführen. Also wenn unsere Engine sich nicht bald verkauft, dann denke ich, ja, kommt der Pleitegeier. Ja. Ich denke, das ist bald weg. Und zwar. Oh, es gibt noch einen Auftrag. Und gucken, ob das was für uns ist und ob wir damit aus den Miesen rauskommen. Da noch 5%. Und der streckt sich. Aber wir haben genug Zeit. Das sind gerade mal 10 Wochen für. Wunderbar. Wir haben 11 Wochen für 1000 Punkte. Ich glaube, wir haben jetzt gerade 11 Wochen oder 11,5 Wochen sogar für 800 noch was Punkte gebraucht. Ja, das ist, wenn man sich kleine Notizen macht und mehrere Spielstände hat. Ich befürchte, eigentlich ist doch scheißegal, wie wir jetzt pleite gehen. Ob wir jetzt pleite gehen durch nichts tun, oder ob wir pleite gehen, weil wir was tun und es nicht schaffen. Oder? Was haltet ihr davon? Ja, komm. Schiedigung. Mehr als pleite gehen können wir nicht. Hier sitzen bleiben. Arbeiten. Arbeitermangel. Jo. Wir können uns sowieso keine leisten. Wahrscheinlich haben wir die sogar zu spät entlassen. Aber ich denke, bei 3 Wochen, 4, wenn über ein Drittel, 4, 8, 12, es könnte doch reichen.
die Hälfte und wir haben 5 Wochen gebraucht. Das wird echt knapp hier mit diesen 1000 und noch was Punkten. Will ich nachher erstmal gucken und mir das auch diesmal aufschreiben. Neues Feature. Oh Mann, ey, wir haben noch keine Kohle. Hier nicht strecken. Oh Mann. Wehe, du gehst jetzt weg. Aha, nee, 0 und. Wehe, du streckst dich jetzt. Noch 2,5%, noch 1,7%, noch 1% und noch 0,6, 0,2. Boah, das war mal knapp. 2 Punkte fehlten noch. Also diese 1000 Punkte schaffen wir. Was war das jetzt für ein Auftrag eigentlich? Charakterdesign, also Grafik war das eigentlich mehr. Haben wir denn Grafikpunkte? Gucken wir mal. Ja, okay, die sind bei uns ja alle gleich. Und Game Design, Programmierung und Grafik war das wahrscheinlich dann. Also hier in diesem Raum gehören dann ja, wo ist denn hier, da, so, ist ja, Game Design, Programmierung, Grafik und Sound. Das heißt, eigentlich alles außer Büroarbeit. Genau. Hier, das brauchen wir, Game Design und Programmierung. Und hier brauchen wir nur Game Design. Wunderbar. Ja. Was nun? Wir sind bei 18.000. Oh, wir haben Aufträge. Okay, ich sage ja schon nichts. Wie machen wir das denn mal? Wir haben jetzt 1000 Punkte. Haben wir es gerade eben so geschafft in 11 Wochen. Wird das nichts. Aber das hier, das schaffen wir ja locker. Können wir sogar jetzt schon annehmen. Brauchen wir nicht. Und zwar. Wie viel bringt uns das? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber es sieht ganz gut aus, dass wir zumindest mal aus dem Minus rauskommen. Ey, ohne so. Ja. Weil wir müssen unsere Engine updaten. Nützt alles nichts. Wir müssen eigentlich, erst neu erforschen die Sachen, weil wir haben hier schon 6 Sachen, die wir erforschen können oder dürfen machen, tun lassen können. Also das ist ja mehr der Hardcore-Weg. Ich denke, viele von euch haben auch schon den leichten Weg gesehen. Ja. Ich denke, den werden wir mal einschlagen, damit ihr mal seht, wie es ist und weitergeht. Und hast du nicht gesehen? Ja. Ja. Wir sind schon wieder bei 26, das heißt, da kommen wir auch wieder nicht raus. Aber beeil dich da mal. Kann ja wohl nicht angehen. Ja. Was tun, sprach Zeus. Die Götter sind besoffen und der Olymp ist bekotzt. Ja, 9000. Ja, damit sind wir zwar aus dem Miesen raus, aber das nützt uns nichts, dass wir unsere 275.000 hier bezahlen können, weil den. Wir machen erstmal den hier. Der ist einfach 400 Punkte. Denke ich. Hoffe ich. Oh Mann. Oh, neue Engine. Wenn wir jetzt uns die Engines hier mal angucken, die es hier schon gibt, 17. Und wir hängen hier mit unserer 11er, glaube ich, war das, ne? Oder war das in der anderen? Nein, hier war das mit der 11er. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, das wird nix. Ich denke, wir. Und ja, schon sind wir wieder bei 18.000 minus. Mein Stuhl, der knatscht. Nicht ganz. Mein Stuhl, der knatscht hier so ein bisschen. So. Siehst du, ich muss 9 haben. Habe ich auch kein Geld für. Ich habe ja hier 18.000 minus. Oh, jetzt gibt es schon wieder. Und nichts Neues. Oh, schon wieder neue Musik.
Na, machen wir den 13.000er, oder? Ey, Wanda, das schaffe ich erst recht nicht. Also wir probieren es. Ah, wir haben schon einen Punkt weg. Ne, das wird mir zu eng. Wir warten, bis die Woche rum ist. So lange können wir hier mal ein bisschen rumlaufen. Ich dachte, jetzt streckt er sich erstmal. So, das geht ja hier da. Und. Katsching. Du gehst wieder hier. Und du machst die. Ja. Einfach ausprobieren. Und hoffen. 13 Wochen, das heißt 100 geteilt durch 13 sind. Das sind 3, das sind 6. Und die Hälfte von 3, das heißt 7,5% pro Woche. Oh, das wird nix. Ich brauche 14 Wochen mindestens für. Ich befürchte, dass wir so bei den 93% oder so abschmieren. Das sind 6,5, also 7, ja, 94% werden wir wahrscheinlich abschmieren. Heißt das 7,5? Ne, 6,5 ist die Hälfte. 50%. Sehr eng. Das wird ein Spiel mit meinem Herzschrittmacher, wenn ich einen hätte. Aber es sind alles nur so Kleckerbeträge, dadurch, dass wir keine eigenen Spiele programmieren können. Und das ist das, was mich so ärgert. Wir stehen hier voll auf dem Schlauch. Unsere Spiele, die wir machen, wenn wir mal gesagt haben, alles klar, wir probieren es jetzt. Die werden Schrott. Und ja, wenn wir jetzt Minus machen, dann werden wir in der nächsten Folge einen Neustart machen. Das wird nichts. Das sind noch 15%. Und nur noch diese Woche jetzt. Zack. Und das soll ich zu. Und dabei streckt er sich auch noch. Ja, so ungefähr habe ich mir vorgestellt. So, und der streckt sich eine Woche. Ja, vielen Dank. 90,3, 90,7, 91, Strafe 3, 18. Ja, alles klar. Ja. Ja, wir dürfen zwar 2 Millionen aufnehmen, aber wenn wir ehrlich sind, nochmal 75 mehr, wenn ich jetzt Kredit aufnehme. Und bezahlen wir noch mehr Zinsen. Ach, scheiß drauf, hier. Ach ne, hier Maximum. Bezahlen wir 57.000. Und zu retten sind wir sowieso nicht mehr. So, jetzt sind wir bei 10.000. Und 350.000 aufgenommen haben. Super, ne? Finde ich auch. Ja, ich mache jetzt hier einen Cut, weil es bringt nichts. Aufgabe verschieben noch nicht. Ach. Abbrechen. Ich wollte hier in die Spielberichte nochmal reingucken. Hier haben wir Arcade. Auftrags. Ah. Also es geht dann auch noch nach. Okay.
Die Einstellung stimmte und Teenager stimmte ja nicht. Ja, nee, Erwachsener stimmte nicht. Wir sollten da auf den T-Nagel gehen. Da Auftragskiller Erotik, das passt gar nicht irgendwie. Zum Mix-Effekt. Und das passte nicht. Und hier bei Rex. Raumstation, das war gut. Aber Auftragskiller war nicht gut. Das war gut. Und das war alles gut. Das passte alles. Nur das nicht. Ah, wenn wir den hätten weggelassen, dann wäre es wahrscheinlich gegangen. Oder so. Na gut. Alles nicht ganz so einfach. Speichern. Gute Frage. Nein, ich mache hier ein Ende. Wir werden den Spielstand auch überspeichern, damit wir den auch ja nicht mehr sehen hier. Weil wir werden es nicht mehr schaffen. Wir haben 350.000 Kredit jetzt aufgenommen. Bezahlen 10.000 im Monat. Die schaffen wir nicht einzuprogrammieren. Die 10.000, weil hier 344 Punkte. Dafür brauchen wir etwas über ja, 3 Wochen. Wir brauchen ungefähr... 100 Punkte brauchen wir eine Woche. Wir liegen so bei 98 ungefähr, glaube ich. Und also werden wir diesen hier niemals schaffen. Den könnten wir schaffen. Da das sind 52.000, aber minus die 18.000. Da das Ganze sind 15 Wochen. Aber in einer Woche ist der Monat rum. Bezahlen wir schon wieder die 10.000. So, dann haben wir noch 14 Wochen, sage ich mal. Ja, kommt hin. Sind noch 14 Wochen, das sind nochmal 3 Monate, sind nochmal 30.000 weg, sind schon 40.000 weg, bleibt ein Rest von 12.000. Super, ne? So, und von diesen 12.000 sind wir dann bei 30.000. Können wir 25.000 abbezahlen, haben wir nur noch 325.000. Juhu. Ach ne, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja auch noch unsere Mietgebühren, die Miete müssen wir noch zahlen. Und das heißt, es würde sich eher lohnen, hier diese 3 Wochen, nee, dann sind die 10.000, dann haben wir 20.000 auf dem Konto, aber bringt uns auch nichts. Höchstens den danach dann. Ich sage nein, wir sollten neu anfangen. Und ja, mal ausklabüstern. Vielleicht sollten wir auch erstmal auf einfach mal erstmal rausfinden, welche Themen zu welchem Genre passen. Weil wie wir gesehen haben, hier in den Spielberichte passen die Themen nicht. Auftragskiller Erotik als Mix-Effekt passt nicht in ein Arcade. Schon gar nicht für Erwachsene. Warum auch immer. Na okay. So, oder Dark Sin. Es passt auch keine Auftragskiller-Portale in ein Arcade. Ja, war ein Arcade. Und hier Geschicklichkeit. Da passt wenigstens Raumstation. Rausfinden. Auftragskiller passt irgendwie nicht. Ja, Fragen über Fragen. Ich würde sagen, wir starten neu. Auch wieder komplett. Ah, wir machen das komplett, so wie ihr es sicherlich auch schon bei einigen anderen gesehen habt. Mit Hardcore, sprich, lasst euch überraschen. Bei einer neuen Folge von Mad Games Tycoon legendär. Diese Folge hat uns bankrott gemacht. Wir werden hier nicht mehr weitermachen. Und nächste Woche fangen wir neu an. Also bis denn dann. Euer Lazy. Bye bye.